eine Riesengruppe. So, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Macht schön mit. Gut, dann starten wir mal. So, das war mal die morgendliche Sehen und Tauchen, damit wollen wir den Tag starten. Ich hoffe, das ist okay, weil der Winkel da ist etwas hoch. Da seht ihr mich dann so ein bisschen von unten. Okay, was ich mir heute überlegt habe für euch, da wir ein sehr gemischtes Publikum haben, zeige ich euch mal so eine technische Konstellation, die ich nutze, um Beginner, das Wing Chun, diese technischen Varianten ein bisschen einzuführen. Und ich baue das natürlich auf. Ich versuche das mal jetzt in der Zeit, die wir haben, euch etwas näher zu bringen. Vielleicht lässt es sich gut machen für die Ausbilder, die dann auch mal eine Anregung wieder sehen und denken, ach, das ist vielleicht ganz gut. Wir machen ja in unserem wöchentlichen Training oder jeden Tag Training so verschiedene Abwechslungen, damit der Schüler sich halt auch wohlfühlt und vorankommt und sich vorstellt, dass er also auch wirklich Erfolge erzielt. Und ich baue mich das jetzt mal vor, ich drehe mich das auch so ein bisschen, dass man das von der Seite her sieht. Ich fange erstmal gemütlich an, damit ihr euch einarbeiten könnt in diese Sachen, die ich mache, damit ich hier nicht zu schnell bin. Also, stellt euch mal Folgendes vor. Wir stellen uns jetzt mal so hin, ihr könnt es auch so sehen oder schräg. Ich mache das jetzt mal etwas einfacher. Ihr macht links einen V-Stoß. Park, Tan, Cham, V-Stoß, Park, Tan, Cham, wieder V-Stoß, Park, Tan, Cham, V-Stoß, Park, Tan, Cham, V-Stoß, Park, Tan, Cham. Ich baue das so auf, dass ich den Beginnern das so rüberbringen, dass diese Ideen, die sie sich da in der Sin und Tao antrainieren oder auch in den Anwendungen, die wir dann haben, wir haben ja so vieles, was wir machen können und auch so vieles, was wir tun sollten, wie Blitz Defense und Blitzfight und so weitere Sachen, auch unsere gymnastischen Übungen, weil die meisten sind halt nicht wirklich Kampfsportler, sondern sie kommen ja aus dem normalen Leben und sind ganz froh, wenn sie dann eben sich entfalten können und vom Alltag mal abschalten. Und dann ist ja die Situation so, dass wenn wir dann eine Form üben wie Sin und Tao oder die anderen, dann kommt immer so dieses Gefühl rüber, was mache ich mit dem ganzen Zeug. Und dann habe ich mir sowas ausgedacht, das ist erweiterbar, ich habe es etwas strukturiert und habe es so rüber, ich bringe es so rüber, dass ich es darstelle, dass wir mit dem V-Stoß beginnen. Also ich habe einen Akteur, jemand, der mich angreift, meistens haben wir ja mit mehreren zu tun.
und dass ich mich erstmal so verhalte, dass ich mit Vorstoß beginne. Und um die Verwirrung nicht so zu erhöhen, mische ich das jetzt nicht gleich so, wie wir das so kennen, mit Tranfepark und Champs, sondern ich lasse das erstmal als Vorstoß, als Beginn. Und dann gehe ich in die Struktur rein, dass ich Ihnen erstmal so die Seiten erkläre, ne? Dass da diese Seite, hier die Mitte und das alles aus dem Vorstoß gedacht und in den Vorstoß natürlich enden oder in die mehreren Vorstöße entlassen. Wir haben ja in der Sehnungtour das ganz deutlich. Wir machen ja im zweiten Satz einen Einzelvorstoß, sodass wir uns daran gewöhnen. Und am Schluss zeigen wir dann diese Ketten, die ja ganz notwendig sind, damit wir in unserem Nahkampfbereich halt eben auch erfolgreich sind. Zumindest mal im Anfang mit den Vorstößen. Später haben wir ja auch Handflächenstöße und Abschnitte. Ne, der Champion machen wir dasselbe, nur sogar noch ein bisschen früher mit den Handflächenstößen. Und dann kommen ja natürlich auch noch die Fußtritte. Und das baue ich alles zusammen. Ich zeige es euch jetzt mal von der Seite. Ich stelle mich jetzt mal nach. Also das ist meine rechte Seite. Ich zeige euch das jetzt nur mal so ein bisschen von der Seite, damit man das sieht. Also ich stelle einfach diese Hand in die Mitte, damit die Leute da nicht, die wissen sonst nichts mit zu tun haben. Und dann ergibt sich das ja auch wieder besser. Das heißt, ich starte wieder links. Also noch einmal V-Stoß, Parksau, Tarnsau, Chamsau. V-Stoß, Parksau, Tarnsau, Chamsau. V-Stoß, Parksau, Tarnsau, Chamsau. Vorstoß, Parksau, Tarnsau, Chamsau. Dann mache ich das mal von der anderen Seite so ein bisschen schräg. Ne? Also wenn ich jetzt hier wieder links anfange, Vorstoß, Parksau, Tarnsau, Chamsau. Vorstoß, Parksau, Tarnsau, Chamsau. Wenn ich das jetzt für die Beginner mache, dann bringe ich das natürlich auch in technische Varianz. Ich sage zum Beispiel, Sie müssen sich nach vorne bewegen, dann machen Sie hier einen Vorstoß und einen Parksau-Vorstoß. Natürlich, dass das jetzt mal so ein bisschen aufgesplittet wird. Zuerst bringe ich hier diese Situation bei und dann eben diese Kombination wiederum mit dem Vorstoß. Und dann kommt das auch durch, was wir so kennen mit dieser Kette und was wir alles so machen. Und das baue ich dann halt eben alles so ein bisschen auf, dass Sie sich erstmal konzentrieren können. Oder ihr seid ja heute dran. Also ich mache dann mal einen Vorstoß mit meinem Schritt. Dann mache ich einen Park-Vorstoß, einen Tarn-Vorstoß und einen Charm-Vorstoß. Wir haben auch mal eine Situation von vorne, es sieht etwas ungewöhnlich aus, dass ich hier eine Lücke habe, weil ich jetzt hier oben schlage. Dann muss ich aufpassen und muss natürlich versuchen, mit der anderen Seite zu schlagen. Dann mache ich das mal links, V-Stoß, Parksau-Vorstoß, Charmsau-Vorstoß. Dann gehe ich wieder zurück, dann mache ich rechts, V-Stoß, Parksau-Vorstoß, Tarnsau-Vorstoß, den habe ich gerade eben vergessen. Chamsau-Vorstoß. Das sind so die Dreierkombinationen. Dann mache ich das nochmal auf der anderen Seite. Ich tausche auch mal die Beine aus, dass ich mich frei mache, dass ich mich nicht so konzentrieren muss, dass alles akkurat ist, weil im Kampf ist das ja immer hektisch. Und ich bin froh, wenn die Leute, was ich ja sehr oft erlebt habe in den 40 Jahren, sie machen viel Wing Chun bis zu Lehrer graduieren und dann haben sie einen Kampf und dann tun sie Kettenverstöße machen, einen Kick und einen Ellbogen und fällt ihnen sonst nichts ein. Und das fand ich immer sehr bedauerlich, wo wir doch so vieles haben. Und ich habe festgestellt, und ihr wahrscheinlich auch, dass sich sowas nur einübt und anwenden lässt, wenn man es wirklich kompromisslos übt. Also nicht immer nur von neuem Leben, sondern auch von dem Geübten unbedingt so lange üben, bis es einem von der Hand geht. Ich hatte früher mal einen Schreibmaschinenkurs gemacht, weil ich bin ursprünglich Bürokaufmann. Und meine Lehrerin sagte damals, wenn du Schreibmaschine schreibst und du kannst dich mittendrin auf was anderes konzentrieren, während du einen Text abschreibst, dann kannst du schreiben. Und das sollte im Wing Chun auch so sein. Ich muss irgendwann nicht mehr nachdenken, brauche ich hier einen Park oder brauche ich dort einen Tarn oder muss ich die Mitte schützen mit Jump oder mit anderen Techniken, sondern die müssen in einer Idee gemacht werden, so wie Sifu das auch immer erklärt, dass sie einfach dir von der Hand gehen und drüber nachzudenken. Stellst dich hin, Lachvorstoß, du stellst dich hin, Parkvorstoß, du stellst dich hin, Kaufvorstoß, stellst dich hin, Baumvorstoß. Und ich habe das hochgezogen bis in die Lehrergraduierung. Wir haben ja später auch Chisa-Sektionen und das ist so viel, was wir hier machen. Die erste und dann machen wir so und das und das und das und das und das und das und so weiter. Und irgendwann kommt die zweite, die dritte, die vierte und dann werden die Leute, das wird ihnen zu viel. Und dann denken sie, das ist hier nur in diesen Chisa-Bereichen und können das nicht anwenden. Und dann habe ich es gesplittet und habe für jede Sektion eine grundlegende Vorstellung gegeben, dass man sagt, wenn ich dort angegriffen werde, starte ich mit dieser Technik und fühle, weil später muss ich durch die Übung nur noch fühlen, weil es geht viel schneller wie denken, ach, ich bin in der ersten oder ach, ich muss gerade einen Hebel machen
Oh, ich bin in der dritten, da muss ich hier aufsteigen. Oh, ich werde festgehalten, jetzt komme ich in die vierte. Oder wow, jetzt muss ich in die fünfte. Oder ups, jetzt muss ich die sechste. Oder ach du lieber Gott, jetzt wird er mich angreifen, ich mache die siebte. Das müsst ihr aber jetzt nicht denken, wie ich rede. Also das fühlen, wie ich rede, sondern ihr müsst das wirklich, das passiert einfach dann nur noch. Und dann kann man vielleicht hinterher mal überlegen und sagen, ich rekonstruiere, ich glaube, ich habe da irgendwo die siebte. Das ist dann immer noch mein persönlicher Erfolg, wenn die Leute so gut trainiert sind, dass diese Reflexe und Reaktionen aufgrund der Übung aufgebaut wurden. Ich zeige euch das jetzt mal wieder weiter. Das ist nämlich noch etwas mehr, was ich so aufgestrukturiert habe. Also, ich mache wieder links einen V-Stoß. V-Stoß. Park, Tan, Cham, Bom, Kau, Gam, Gan. Andere Seite. V-Stoß, Park, Tan, Cham. Bom, Kau, Gam, Gan. Und wieder diese Seite. V-Stoß, Park, Tan, Cham. Bom, Kau, Gam, Gan. V-Stoß, Park, Tan, Cham, Bom, Kau, Gam, Gan. Und noch einmal. Tan, Cham, Bom, Kau, Gam, Gan. Und wieder rechts. Park, Tan, Cham, Bom, Kau, Gam, Gan. Links, Fauststoß, Park, Tan, Cham, Bom, Kau, Gam, Gan. Dabei belasse ich es erstmal. Das heißt, ich baue diese Übung hier nicht weiter aus. Ich habe es so aufgebaut und strukturiert, dass ihr seht, für die Höhe, hier habe ich einen Tal, den ihr ja kennt, und da habe ich einen Park, dann habe ich die Mitte. Das ist etwas seltener, habe ich festgestellt. Das kommt oft aus dem Dan-Chi und dann sind wir nicht ganz klar, wie das sich verhält. Dann habe ich einen Bom, der ist ja sehr typisch. Kausau baue ich halt ein, weil diese Situation so läuft, von oben nach unten und von der Seite nach links nach rechts. Und da ist halt Kausau jetzt drin und ich habe festgestellt früher, dass Kausau sehr ungewöhnlich ist für die Leute und ich habe ihn sehr früh dann, denn ich muss eben hier mal mit meinem Bom reagieren und dann muss auch mal sowas passieren, dass ich was wegnehme oder aufpassen muss. Und da fällt Ihnen dann irgendwie das schwer, wenn das eine bestimmte Höhe hat. Da habe ich hier Tal, da habe ich hier Park, dann habe ich hier Cham, der ist ja schon ungewöhnlicher. Dann habe ich hier auch mal einen Gam, weil ich mit dem Arm reagieren muss, oder einen Gan, weil ich hier rüber muss. Ich sehe, ich wende schon. Und dann kommt so die Mittelstufe zwischen dem Tal und bis nach unten. Und da ist hier so eine kleine Stelle, die immer etwas Probleme macht, wo sie nicht genau wissen, wenn der unten drunter ist, ach, wie komme ich jetzt in Gan? Und deswegen habe ich da schon sehr früh den Kau eingebaut. Später, wenn wir die Sektion weitermachen, ihr wisst besonders, bevorzugt ist die vierte da mit dem Kausau unterwegs, dann sind sie schon etwas daran gewöhnt und kommen mit der Sektion auch viel besser klar. Und wenn sie dann ihre Situation haben und bauen sich dann hier so da zusammen und müssen dann auch noch die Arme tauschen und wechseln und haben dann hier solche Dinge, dann sind sie da schon etwas bewanderter und dann ist das nicht so fremd. Und ich denke auch, es ist etwas hoch angesetzt. Und wenn ich dann hier einen Angriff habe, brauche ich einen Tarn, ich habe einen Angriff, er rutscht mir unten drunter durch, ich reagiere mit Scham und schaffe es nicht ganz, ich muss dann weiter in Kau. Fand ich eigentlich, ich persönlich immer ganz gut und das habe ich jetzt über Jahrzehnte gemacht und baue das dann auch so aus, dass ich also wirklich den Anfängern erst einmal diese drei Sachen zeige, das dann mit Vorstoß verbinde, wie ich euch eben gezeigt habe, auch mit Wendung und mit Wechsel und mit Wendung und dann in dieser Situation und mit Wendung in dieser Situation. Und dann führe ich es halt auch weiter. Ne? Also ich habe ja dann diesen Bom, diesen Kau, diesen Gam, diesen Gan und das müsst ihr euch dann auch so vorstellen. Aber ich bringe diese Geschichte nicht so, dass sie das alles am Stück machen müssen. Das ist ja sehr stark verwirrend. Man ist ja unterwegs mit dem linken, mit dem rechten Arm und hat dann diesen Höhenunterschied und diese technische Vielfalt, die man dann weiter sich denkt, 6., 7., 8., 9., 10. Schülergrad, das wird ja immer freier. Der Sifu hat mal zu mir gesagt, das habe ich immer als Beispiel genommen, wir waren zum Langstocktraining und dann sagt er, gell, der Langstock, der wird immer kürzer. Und da dachte ich, ja, dadurch, dass ich mich immer besser auskenne, war diese Überbrückung von 3 Meter und der Kollege stand auch 3 Meter im Langstock, das fand ich dann am Anfang ganz furchtbar weit und ich habe immer gedacht, was hat das jetzt mit Nahkampfstil zu tun?
Aber dann wurde mir das klar, wie das aufgeteilt wird. Und der wurde tatsächlich immer kürzer und dadurch auch immer leichter. Wenn wir das jetzt hier auf dieses Programm, das ich mir jetzt heute ausgedacht habe für euch, um das vorzustellen, wir haben ja ein sehr gemischtes Publikum heute Morgen, dachte ich, ja, das ist eigentlich, weil ich so geübt bin, dass ich mich in den Techniken nichts mehr stört. Ich ändere da auch nichts mehr. Ich korrigiere dann auch keine Großartigkeiten mehr. Ich lasse den Leuten dann auch ihren Freiraum. Sie müssen sich dann mit dieser Situation beschäftigen. Ich mache einen Faustschluss. Das ist für mich, der Anfang ist für mich, dass das durch alles durchgezogen wird. Das erkläre ich dann auch. Ich sehe so wie die Sinum Tau. Ich habe im Sinum Tau den zweiten Satz beim Faustschluss und dann kommt nach dem achten Satz diese Kette. Und für mich ist diese Kette dann auf alles bezogen. Also nicht nur in dem achten Satz. Und das wird ja den Leuten auch immer so deutlich. Ich mache das jetzt nochmal vor, damit ihr schön mitüben könnt. Also ein Faustschluss links. Park, Tan, Cham, Bong, Kau, Gam, Gan. Faustschluss, Park, Tan, Cham, Bong, Kau, Gam, Gan. Faustschluss, Park, Tan, Cham, Bong, Kau, Gam, Gan. Faustschluss, Park, Tan, Cham, Bong, Kau, Gam, Gan. So, das ist dann erstmal so eine spezielle Struktur, die ich so etwas kreiert habe, damit die in den normalen Situationen dann mitkommen. Ihr seid mir nicht böse, wenn ich so weit wegstehe und das alles nicht so lesen kann. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit mir. Ich mache einfach mal weiter. Wir haben ja nicht so furchtbar viel Zeit. Ich zeige euch mal, wie ich das dann aufbaue. Ihr könnt euch das jetzt natürlich stehend vorstellen. Ich mache das erstmal in Ruhe. Die müssen ja die technische Idee erstmal ein bisschen ordnen und es sollte auch natürlich korrekt sein, aber ich, wie gesagt, ich höre dann auch auf, das zu korrigieren. Die müssen das selber irgendwann durch, man sagt immer so schön, Leben vom Vormachen. Also ich mache es korrekt vor, so gut wie ich kann, damit die sich das alles abschauen können. Wenn ich da so ein bisschen rummache, das gucken die sich auch ab. Also mache ich das so sauber, wie es mir geht und versuche auch die Energetik reinzubringen. Also wir müssen ja auch mal richtig kräftig zuschlagen, wir müssen mal einen stabilen Tan haben, wir müssen mal einen ordentlichen Cham haben, wir müssen mal ordentlich auf den Arm hacken, wir müssen den Gams auch richtig deutlich rüberbringen, wir müssen energisch sein, wir brauchen eine Ganzkörperbewegung. Und da die Leute am Anfang gerne so den Kopf nach vorne bringen, um Schub reinzuspringen, sie stellen sich vor, sie müssen so schlagen, was wir ja alle wissen, das ist dann gefährlich für das Gesicht, bringe ich Ihnen das ganz deutlich rüber und ich mache das dann auch frei. Das heißt, ich bewege mich so oder ich bewege mich so. Sobald ich das zu stark organisiere, kommen die Leute nicht mehr weiter. Irgendwann so nach dem 12. Schülergrad, ersten Lehrergrad, kommen die nicht mehr so ganz klar, wenn du alles ganz streng korrigierst und immer ganz perfekt machen willst. Ich lasse ihn erstmal frei bahnen und merke dann, aufgrund der Entfaltung des Schülers, wenn er regelmäßig da ist, wie es sich entwickelt. Und dann kann ich wieder etwas einbringen, dass ich sage, hey, der Ellbogen beim Schauen so vielleicht so aufbauen, dass das hier auch aus der Mitte ist und dass du dich auch wirklich gut fühlst, damit du das später aus jeder Situation machen kannst, was du dir da so vorstellst, wo du gerade bist und wo du auch mal warst. Man muss ja aus jeder Technik irgendwo wieder in die Situation reinkommen, wieder mit Faustschluss verknüpfen. Und dann bringe ich dieses Programm, was ich euch jetzt vorgestellt habe, natürlich auch anwendungstechnisch gegen mehrere oder gegen einen zuerst mal rüber. Ich beginne zum Beispiel mit einem Faustschluss, mache einen Fußtritt und mache einen Hartfaustschluss. Dann sehen Sie, ach, da ist ja der Park drin. Dann mache ich einen Faustschluss, mache einen Fußtritt und mache das dann mental. Und dann haben Sie den und den in einer selben Konstellation. Dann habe ich einen Faustschluss, einen Fußtritt und mache einen Schwamm sauber, mir hier irgendwas passiert oder ich müsste mich sogar verdrehen. Dann ist das natürlich hier vorne etwas überkreuzt, weil der vielleicht da steht. Wenn er da nicht steht, dann ist er hier. Also das macht mich genauso frei wie da oder da. Dann bringe ich wieder einen Fauststoß und einen Kick und dann mache ich einen Bomb. Ich bleibe dann erstmal stehen, weil wenn ich dann immer so gleich weggehe, dann wird das so verzögert, dass sie wollen schlagen, haben den vielleicht getreten, noch gekickt unten, dann greift der Wuschel, der da rum, dann muss er einen Bomb machen und dann noch einen Schritt mit Faustschluss. Das lasse ich dann immer da ein bisschen weg. Was für mich immer so ist, wenn ich hier in Ruhephase bin und mich greift jemand an, ich begegne dem Faustschluss und ich muss dann einen Bomb machen und dann mache ich einen Faustschluss und schalte kühn. Das habe ich zum Beispiel in der ersten Teaser-Sektion drin, als grundlegende Vorstellung, Faustschluss, Bomb. Faustschluss, Chat, Faustschluss, Faustschluss, Bong, Faustschluss, Chat,
V-Schluss. Und dann kriegen Sie so eine Vorstellung, hoffe ich, weil wir machen ja in der ersten Teaser-Sektion unheimlich viel diese Situation und dann wechseln wir und dann kommen wir hier und dann haben die das so oft und wenden ins, im Kampf nicht an, sie verstehen die Situation nicht, warum muss ich das tun, wieso baue ich das so auf? Und ich habe oft festgestellt, dass wir diese Nähe immer noch nicht wirklich gerne nutzen. Wir sind ein Nahkampfstil und wenn ich jetzt Techniken habe, die auf dem Nahkampfstil halt eben aufgebaut sind, so sehe ich das bei uns, dann muss ich auch ran, ich muss auch vor, ich muss hier irgendwie da vorne sein, ich muss da vorne bleiben, ich muss vielleicht sogar noch mehr hingehen, ich muss mich nach vorne zwirbeln. Je näher ich dem Gegner bin, umso problematischer ist das für den Zweiten, mich da wegzuholen oder zu schlagen. Je weiter der Abstand ist, umso mehr stehe ich ja irgendwie in der Mitte, wo ich rauskommen muss. Ihr kennt ja das 10er oder das jetzt 9er Programm. Der Mehrfachkampf, den mache ich übrigens sehr gerne, weil wir haben es einfach nicht so mit einem Gegner. Wir haben einen Moment mit einem Gegner, während der andere dann gerade dabei ist, anzugreifen. Wenn ich zwei, drei Leute sehe, und ich muss dann den kicken und dann muss ich den schlagen und dann kommt hier was und dann muss ich aus der Mitte raus, dann mache ich hier einen Park, dann mache ich da einen Bomb, dann kommt hier was, dann mache ich Kau, dann muss ich mal dahin treten, weil da eben nur mal der nochmal kommt, dann haue ich da, dann bin ich wieder hier, dann muss ich dahin, dann gehe ich weg, ich muss mich auch mal ducken, ich muss mich bewegen lernen. Und wenn wir Sehen und Tausch starten und dann ist halt erstmal durch die, auch meiner Vorstellung nach haben sie das kreiert, erst einmal Ruhe, damit da oben sich alles so bewegt, was man sich so vorstellt. Und später, durch die Champion wird dann mal eine Bewegung, ihr wisst ja, dass wir da dreimal hinlaufen und so, das mache ich jetzt nicht, damit ich nicht aus dem Bild laufe. Und so wird es dann etwas aufgebaut und das kann zeitweise etwas dauern, ne? So bis ein halbes Jahr, dann stehen die dann nur rum und können nicht wirklich vor, nicht wenden. Und dann baue ich das halt eben so ein. Wenn ich das dann, ich kann das auch umdrehen, ich kann einfach nur mal mit dem Fußtritt anfangen und den Faustschluss starten, brauche dann da den Tarn oder da den Park oder da den Champ. Oder da den Bomb, oder da muss ich aufbauen mit, aufpassen mit Kau, oder ich mache das hier mit dem Gang, oder ich habe hier einen Gang gebraucht. Dann tausche ich das auch mal aus, ich mache das dann hier mit dem Bein und trotzdem rechts zum Beispiel. Und dann mache ich das wieder hier klar, hier klar, hier klar, hier klar, und da, und da, und da. Sodass das einfach immer schneller wird, sodass ich, fuck, pum, ach, habe einen Kau gebraucht, okay. Oder ich habe Pum, Pum, Vorstoß, zweiter Bomb-Vorstoß, Chat-Vorstoß, dann hier ein Bomb, da, das, 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 dass ich einfach klarkomme mit den Situationen und da arbeite ich in diesem Verhältnis. Ich bringe euch das jetzt nochmal ganz kurz rüber. Also ich habe das so gesplittet, damit ihr das jetzt nochmal seht. Also ich mache hier wieder links meinen Vorstoß, Park, Tan, Cham, Vorstoß, Park, Tan, Cham, V-Stoß, Park, Tan, Cham. V-Stoß, Park, Tan, Cham. Ich mache es nochmal viermal vor, wir müssen das ja jetzt nicht so lange ausdehnen, dann mache ich das jetzt im ganzen Konzept. Ich bringe das manchmal auch so weiter, dass ich meine Techniken so aufbaue, dass ich ihnen erstmal zwei Minuten zeige, bevor ich dann wieder weitermache, damit sie sich das wirklich aufbauen. Und ihr seht, durch dieses Hin und Her komme ich eigentlich ziemlich gut von einem in das andere und muss dann über die Überkreuzungen hier und da und da und da und da und da, dann kriege ich ein Körpergefühl, ich fange mich an zu bewegen. Und das darf ziehe ich ab, dass wir nicht nur stehen und dann eine Technik so üben oder so stur laufen, paragotal oder so, sondern dass sie sich hierhin bewegen, dahin bewegen, da. Und das fange ich halt so früh wie möglich an, damit sie sich halt aufbauen, die Menschen. Mir hat das auch gut getan, ich kann mich dann bewegen. War bei mir auch immer nötig, ich hatte nie diese Kraft, ich war immer nur schnell, logisch, ne? Also wenn man normal durchschnittlich aufgebaut ist, dann bin ich halt schnell und ich habe mich dann orientiert und habe gesagt, ich bin schnell, ich kann nicht Muskelmasse aufbauen, diese Struktur habe ich nicht. Also mache ich schnell, ich mache sauber, ich mache anständig und ich will federn, ich will wehtun. Und ich bolze nicht rein, ich drücke nicht weg, sondern ich bin auch irgendwo an meine Grenzen und merke, oh, da geht es nicht weiter. Und dann versuche ich eine Kombination. Habe ich einen Gang gebraucht, brauche ich einen Garn, vielleicht habe ich einen Gang gebraucht, brauche ich einen Kau, vielleicht habe ich einen Gang gemacht, brauche ich einen Tag. Und mit der Zeit, ihr seht, ich bin hoffentlich nicht so schnell, bin ich bestimmt, dass ich das mit allem aufbauen kann. Deswegen habe ich diese Strukturen so organisiert. Ja, also aus dem V-Schloss in den Park und aus dem Park kann ich jetzt
Ihr seht es in alle Techniken rein, die ich mir da so ausgedacht habe, um eine Beweglichkeit rüberzubringen, dass die Leute sich drehen und hier mal ordentlich arbeiten, wieder mit Kick arbeiten und sich eine Leichtigkeit überlegen und nach vorne treten und so weiter. Und dann eben nur mal das so organisieren, dass sie nicht wie wild durcheinander sich irgendwas überlegen, was sie da so gelernt haben in ihrem Bildschirm, sondern dass sie wirklich einen Sinn erkennen. Oh, da schreibt jemand einen langen Text, das muss ich mal kurz lesen. Ihr schreibt euch miteinander. Okay, gut. Glaube ich mal, weiß ich nicht. Bin das erste Mal dabei. Ich mache das jetzt nochmal. Faustus Park Tan Cham. Bong Kau Gam Gaman. Dann. Faustus Park Tan Cham. Bong Kau Gam Gam. Ich mache es ein bisschen langsamer, damit ihr das etwas besser mitmachen könnt. Faustus Park Tan Cham. Bong Kau Gam Gam. Das war ich wieder so schön. Ist so typisch für mich. Faustus Park Tan Cham. Bong Kau Gam Gam. Dann gehe ich es strukturieren. Also das wird auch schwierig. Na, deswegen teile ich das auch wieder auf. Ich mache das nicht alles am Stück. Ich beginne wieder links. Faustus Park Tan Cham. Bong Kau Gam Gam. Und ihr seht, jetzt bringe ich das richtig so rein, wie die meisten von euch das kennen, dass wir immer eine Technik mit dem Faustus haben. Aber von Anfang an bringe ich erstmal eine technische Situation, weil der Faustus ist ja immer derselbe, der übt sich dann sehr gut, weil er immer der gleiche bleibt und der wird dann auch nicht langweilig. Aber die Techniken hier, das sind so viele Winkel und Positionen, da muss ich eine Schlagkraft entwickeln. Hier muss ich wissen, wann mache ich einen Gamm, verletze ich mir die Hand. Ich muss wissen, wie mache ich einen Kau, das muss eine Stabilität kriegen. Wie mache ich meinen Bong, wofür ist der da? Wann habe ich diesen Tan? Das ist ja der aus dem dritten Satz, der aus dem ersten Satz. Den bringe ich da jetzt nicht rein, weil ich den mit Wendung mache. Und deswegen habe ich mir den aus dem dritten Satz, ihr wisst, ne? Hier. Und deswegen passt das dann da ganz dazu, dass dieses Konzept halt jetzt aufgeht. Wie ihr seht, gehe ich ja dann da auch wieder nach vorne. Ne? Hier habe ich meinen Park, ne? Ob ich jetzt vorgehe und der steht da oder ob ein Gegner mich erwischt und ich muss parken und dann steht er da. Und dann muss ich hier, weil irgendwas passiert, wieder vor. Und das ist übrigens auch ein Konzept, das ich auch heute nur mal vorstelle. Viele Leute haben immer nur den Wechsel im Kopf und sie kriegen das mit einer Technik dann nicht hin, sodass wir auch wirklich, seht ihr, mal lernen, dass das jetzt nicht tauschbar sein kann vielleicht oder muss, sondern ich muss nicht immer so denken im Wechsel, sondern dass ich auch mal die Seite halte. Nur, wir haben nur 5 Minuten, wenn ich das richtig einschätze, deswegen wiederhole ich lieber nochmal so, dass ihr was davon habt und baue das dann noch einmal zusammen. Ich stelle mich ein ganz klein bisschen schräg, um euch etwas mehr Spannung reinzubringen, dass ihr da verschiedene Winkel habt. Achso, ich wollte ja erst das andere machen. Faustus, Park, Tan, Cham, Bong, Kau, Gam, Gan und gleich im Wechsel. Park, Tan, Cham, Bong, Kau, Gam, Gan. Faustus. Park, Tan, Cham, Bong, Kau, Gam, Gan. Die Sau lasse ich immer weg, die ist klar, ne? Faustus, könnte man sagen, noch kühlen. Und dann Parksau, Talsau, Chamsau, Bongsau, Kausau, Gamsau, Gansau. Und dann mache ich das mit den Wechseltechniken, mit Fauststoß immer, so wie ich euch eben gezeigt habe. Fauststoß, Parksau, Tansau, Chamsau, Bongsau, Kausau, Gamsau, Gansau. Und den nehme ich als Anfang wieder. Parksau, Tansau, Chamsau, Bongsau, Kausau, Gamsau, Gansau. Den nehme ich dann auch wieder als Anfang hier, damit ich wieder gleich weitermachen kann. Parkvorstoß, Tan, Cham, Bong, Kau, Gam, Gam.
Wenn man das dann halt eben, wie gesagt, gut kann, und dann mache ich das auch mit Schritt. Ja, ich mache dann einen Fauststoß, dann mache ich einen Park, dann mache ich einen Tal, dann mache ich einen Cham, ich gehe wieder zurück, dann mache ich mal das mit Bom, dann mache ich das hier mit Kau, dann mache ich das hier mit Gam und dann mache ich es wieder mit Gan. Ich gehe immer wieder zurück. Nur ich übertreibe es nicht, weil ich komme selbst durcheinander. Es ist echt viel. Also wenn ich das jetzt gleich weiterlaufe auf der anderen Seite und dann noch mit Umdrehen durch die Halle mich bewege, das sind die Leute ganz schnell durcheinander. Ich will kein Durcheinander produzieren. Ich will nur eine Vorstellung kreieren und ich habe mir persönlich erlaubt, aufgrund der Übung mir vorzustellen, dass die Schüler nach Übung, ich sehe dann, wie die da so arbeiten, natürlich ist der erste, zweite Schüler gerade nicht so weit, das mache ich dann mit meinem Ausbilder, der macht nur drei Techniken da drüben, ich mache dann hier diese Gesamtstruktur und mache das dann auch selbst mit, dass meine Reflexe und meine Gefühle da auch immer dabei bleiben und sie den Sinn sehen, wenn mein Ausbilder mitmacht, dann ist das wertvoll, denn er erzählt nicht nur, sondern er macht mit. Und mir persönlich macht das immer noch Spaß, weil ich mich auch richtig konzentrieren muss. Die Leistung vom Gehirn ist extrem, was wir da brauchen durch dieses ständige Wechseln. Das ist unglaublich. Ich sehe es immer an den Kindern, wie die sich organisieren tut und wie die da so stehen und die Hände nicht aufkriegen und sich sortieren. Da merke ich, wie sich das im Gehirn also unglaublich ausmacht. Und die Hirnnahrung ist im Alter immer wichtig, damit wir nicht blöder werden, wie wir sind, sondern so blöd bleiben, wie wir momentan sind, aber nicht schlimmer werden. Ich mache das mal jetzt nochmal auf der Seite vor. Also ich mache das zum Beispiel jetzt mit einem ganz normalen Schritt. Vorstoß mit Schritt, dann Parksau mit Schritt, dann Tansau mit Schritt. Ne? Die Organisation lasse ich immer. Chamsau mit Schritt, Bongsau mit Schritt, Kausau mit Schritt. Ich laufe mal schräge. Dann Gamsau und Gansau. Natürlich kann ich das dann auch drehen, weil ich jetzt auf der anderen Seite anfangen würde. Ich habe jetzt so aufgehört, würde jetzt hier anfangen. Und dann mache ich da meinen Vorstoß. Immer ganz klarer Vorstoß, mal zuerst mit Schritt, dass diese Struktur, ich gehe vor und schlag eben, dass das erstmal drin ist. Das wird auch energischer, das spare ich mir jetzt aber bitte. Also ich kann hier ein vom Leder ziehen, aber dann belaufe ich auch ein Bild und das lasse ich jetzt. Ich mache es etwas ruhiger, wenn ihr einverstanden seid. Wenn ihr nicht einverstanden seid, mache ich es trotzdem. Dann Parkvorstoß, Tarnvorstoß. Dann mache ich Bock, Kau, ich versuche nicht aus dem Bild zu laufen. Dann mache ich hier wieder Gang und dann mache ich hier wieder Garn. Dann drehe ich mich wieder um, habe hier wieder. Dann kann ich das auch mal mit einem Kick anfangen und mache einen Park. Ich mache einen Kick und mache einen Tarn. Ich mache einen Kick und mache einen Cham. Ich mache einen Kick und muss mich mit Bong beschäftigen. Ich mache einen Kick und muss einen Kau machen. Oder ich muss einen Kick machen und habe trotzdem noch ein Problem. Ich muss einen Gamm machen, ich mache einen Kick und muss einen Plan machen. Ihr seht, wenn ich das erstmal so aufgebaut habe, also die Ausbilder unter euch, die Schulleiter unter euch, die vielleicht eine Anregung immer mal wieder suchen, das tut mich auch. Denn wir haben nur einen Kopf und wir haben dann diese Fähigkeit, uns ständig zu wiederholen in unserer Art und in unserem Charakter. Und um eine Vielfalt den Schüler anzubieten, weil der hat nun mal nicht deinen Kopf, und es keine Langeweile eintreten soll, gehe ich mir gerne Anregungen von anderen Leuten holen und baue das einfach mit ein und habe dann auch mal Unterrichtseinheiten wochenlang, wo ich das einfach einstelle und sage, jetzt kümmere ich mich mal um das. Das hat sich faszinierend angehört, was mir ein Kollege erzählt hat. Ich will mich vielfältig verhalten, ich will Abwechslung reinbringen. Und dann, solange das meines Erachtens, ich muss einen Job machen, einen. Und solange das eben schon ist, mache ich das, weil ich muss in einer Materie bleiben, schon bin ich nicht mehr durch, kann ich überall sein, das ist einfach nicht so mein Ding. Ich muss aufpassen, dass ich gut bin in einer Sache und nicht mittelmäßig in vielen. Ich will eins gut machen. Und dann arbeitet man natürlich nach Charakter, nach Neigung, nach Körper, Maße, Talent und alles, was man sonst sich so vorstellt. Und darauf muss man bei den Schülern Rücksicht nehmen. Die sind nicht so schnell, die sind nicht so talentiert, sie sind nicht so akkurat, sie sind nicht so sauber, sie sind nicht so anständig und so weiter. Man muss sie dann in eine Spur bringen. Deswegen korrigiere ich auch nicht so furchtbar streng, weil ich festgestellt habe, dass die Entfaltung des Schülers viel wichtiger ist für den Einzelnen, der sich ja da draußen verteidigen muss und du bist nicht dabei. Er muss für sich selbst gerade stehen und einstehen. Das ist viel wichtiger, als dass er das so macht, wie du dir das vorstellst oder wie du bist. Denn wenn sie dich gut finden, nehmen sie dich eher als Vorbild. Wenn sie dich nicht gut finden, dann finden sie die Materie gut. Wenn sie die Materie dann gut finden, dann ist das ausreichend. Sie müssen in ihrer Bewegung, in ihrer Position, manche Leute sind kräftig, die muss ich auch
unterrichten, die haben auch Sorgen, die haben auch Probleme, die müssen sich auch verteidigen können. Und dann sieht das vielleicht nicht ganz so schnell aus oder so hoch, manche können dort da unten hintreten, das ist völlig wurscht. Hauptsache, sie fühlen sich für sich gut, nicht für mich. Für sich müssen sie sich gut fühlen und sie müssen trainiert werden und sie müssen auch irgendwann verstehen, das macht Sinn, das nutzt mir. Und ich muss immer sagen, ein Mensch, der die schlechteste Technik kann, will und sie trainiert hat, die ihr euch vorstellen könntet, die kann er euch um die Ohren hauen, weil er davon überzeugt ist. Und wenn es die schlechteste der Welt ist, was man sich auch immer vorstellen könnte, was schlecht wäre, wenn er die trainiert hat mit voller Überzeugung und mit seiner körperlichen, charakterlichen Vorstellung, dann donnert er euch eine rein. Und das will ich nicht. Ich will auch in meiner Vorstellung leben. Und deswegen habe ich hier euch heute mal das vorgestellt. Ich habe das aufgebaut bis auf die Cheeser-Sektion hoch, um einfach mal in jeder Sektion eine Anregung rüberzubringen, wann mache ich das Ganze? So lange, bis es dann halt aufhört. Und hier war mir wichtig, dass ihr versteht heute für mich, was für eine Art und Weise ich tue und verschiedene Winkel mit einem Arm, das muss ich, dass ich nicht immer hier so springe, muss ich wechseln und dass das kombinierbar ist mit Kick, mit Fauststoß, das kann ich auch später mit einem seitlichen Kick, nur mit dem gedrehten nicht, da hole ich mich immer wieder zurück, das mache ich nicht. Aber den geraden Kick oder ich muss auch mal ein bisschen was Seitliches machen und dann baue ich es auf oder ich mache das und dann bringe ich hier meinen Park rein oder ich brauche den da, dann habe ich das, dann muss ich hier einen Gang machen oder ich muss da vorne bleiben. Und dann wiederholen sich die Dinge, aber sie machen Spaß, so habe ich mir das erklären lassen, die haben Spaß. Weil, wenn nur eine Sache reinkommt, wie ein Kick oder einen anderen zweiten Vorstoß oder vielleicht eine Wendung oder einen Schritt und mal wieder zurück oder einen Schritt und vor, das macht so viel Unterschied für Sie, dieses eine Neue, dass dann die Technik, die Sie vielleicht jetzt schon, na, vom ersten bis zum 12. Schüler, da ziehe ich das Minimum durch und das sind dann schon mal ein Jahr, die haben dann Spaß. So, ich sehe gerade, wir haben 8:55, ich glaube, ich muss Schluss machen, ich will es nicht übertreiben. Ich hoffe, ich habe euch etwas Nettes rüberbringen können, wie ich das so sehe, mit meinen 60 Jahren jetzt. Und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und hoffentlich habt ihr mitgemacht. Ich kann das ja nicht kontrollieren, außer bei meinen eigenen Schülern, die jetzt da sind. Sind ja auch von mir eigene Schüler da. Und ich hoffe, dass die Corona-Krise bald vorbei ist, damit wir alle wieder viel mehr Spaß haben in unserem Leben. Ich muss meine Schüler... Ich vermisse die alle, ich muss jetzt Einzelunterricht anbieten und das ist sehr mühselig, immer nur ein und so sehe ich viel zu wenige meiner Leute. Also ich hoffe, das hat euch gefallen und ich konnte das alles jetzt leider nicht lesen, ich bin so in der Materie drin und da ich jetzt schon seit so langer Zeit Lehrer bin, habe ich euch jetzt hoffentlich nicht gelangweilt, indem ich euch zu viel erzählt habe und vielleicht doch ein Konzept rübergebracht habe. Wenn ich das richtig sehe und ich mich verdrücke, könnt ihr euch das ja nochmal anschauen heute Mittag und so weiter. Vielen lieben Dank für euer Lob und für eure Freundlichkeit und dass ihr auch euch die Mühe gemacht habt, heute Morgen da zu sein. Und vielen Dank nochmal an den Martin von der Kakalis GmbH, der mich unheimlich unterstützt hat. Der hatte mir ja sogar Anregungen gegeben, weil ich ihn gefragt hatte. Der hat sehr Spaß gemacht. Das ist ein sehr freundlicher Mensch und der tut einem richtig gut. Und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Ich danke euch allen. Ihr schreibt immer noch fleißig, ich traue mich gar nicht wegzudrücken. Hallo Thomas. Ach, da ist ja mein lieber Thomas Schröder, mein Lieblingsfreund. Oh, entschuldige, ich habe gar nicht gesehen. Ihr schreibt alle so viel. Das läuft hier so hoch. Das geht nur noch ab. Ich bin das gar nicht gewohnt. FaceTime-Unterricht bin ich gewohnt, aber diese Situation hatte ich jetzt noch nie. Also ich persönlich fand, das hat mir Spaß gemacht. Ich gebe auch zu, die halbe Stunde, das war richtig gut. Ne? Also ich fühle mich nicht überlastet, sondern ich fühle mich so, als ob ich euch etwas geben konnte. Das will ich einfach, das ist so meine Vorstellung. Dafür bin ich Lehrer, ich will euch etwas geben. Und was mir gut tut, hoffe ich, tut euch auch gut. Ach, da ist ja auch der Matthias, den kenne ich auch. Hallo. So, ich werde jetzt vielen Dank, Jan-Holger, hat viel Spaß gemacht. Ja, danke Martin und André. Ja, das stimmt. Man muss ihnen wirklich danken. Der Martin hat mir erzählt, er muss irgendwie jeden Morgen um 8.30 Uhr da fit sein und jeden beraten, wie das geht. Das ist schon eine immense Arbeit und er ist immer freundlich, ruft auch sonntags an, lässt sich
gar nicht eher irgendwie so, ach je, Sonntag. Nein, er gibt mir ein gutes Gefühl, also der war auch sehr lustig. Ihr lieben Leute, ich muss Schluss machen. Ich glaube, ich will das nicht überziehen. Das Video muss ja gepostet werden und ihr schreibt alle noch so schön. Ich danke euch, ich werde jetzt auf den Ausknopf drücken, okay? Vielen lieben Dank, ich wünsche euch was. Ciao, bis zum nächsten Mal.